Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Uncharted 3 Drake's Deception. Es geht hier sofort weiter, weiter ausrasten. Alles mit dabei. Weiter sweaten. Aber vor allem ausrasten. Soll ich gehen? Nach unten kann ich nicht. Komm hier nicht weg. Dort. Keine Ahnung, wo ich hin musste. Nach unten kann ich nicht tauchen. Sieht so aus, als müsste ich hier lang. Kann ich aber nicht. So, ich kann hier hinter schwimmen. Aber hier komme ich auch nicht weiter. Ah, hier. Wow. Weil man ja sowas auch sofort sehen tut. Ey, ich werde sterben. Also manche Wege sind, die sieht man so überhaupt nicht, wenn man denkt, dass es irgendwie so eine Tür, ganz so casual Türen sind. Und du denkst, da geht's eh nicht weiter. Oh, ich habe gedacht, ich muss mich da fallen lassen, rüber und dann so irgendwie weiter. Natürlich die Fehlanzeige. Müsste hier nicht irgendwo ein Schatz sein? Ja, hier ist der Schatz. Jetzt so. Silberner Rokoko-Serviettenring. Das ist der einzigste in diesem Kapitel. Einzigste Schatz. Win. Yo. Mist, nein, nein, nein. Bitte nicht. Lass mich raus. Scheiße.
später. Gegner. Nichts wie raus aus diesem Aquarium. What the fuck? Ich bin schon wieder so komisch rumgeglitscht. Jalmut! Lars! Was zur Hölle, Habibi! Nee, wir sind noch nicht. Wir sind kein Futter. Wo zur Hölle sind wir jetzt schon wieder? Wieder in Jemen oder was? Na, auch hier? Okay. Okay, ja. Ja, verstehe. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully. Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay, ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß.
sind da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß. Wäre nicht das erste Mal. Wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Okay, Kapitel 16, nur eine Chance. Hier drüben. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Gute Idee. Heb mal mit. Schallgedämpft, ne? Hab ich schon richtig gesehen, ne? Okay, da runter. Hast du's? Mhm. Natürlich. Okay, und jetzt runter. So ein Riesentor. Anscheinend geht's auf der anderen Seite raus. So, Mosaik, Vogelanhänger. Mist. Bist du okay? Ja. Ja, fantastisch. Warum habe ich ja nur so wenig Munition dabei? Vielleicht können wir durchs Fenster raus. Wenn wir rankommen. Ach, das hier. Wenn wir den Gang rausnehmen, können wir es bewegen. Ich schiebe, du lenkst. Okay, du hältst es und ich steige aufs Dach. Was ist los? Es rollt weg! Ich kann es nicht mehr halten! Aua! Das hat wehgetan. Ja, das hat richtig wehgetan. Scheiße. Wer ist da? Oh, hi. Das ist nicht gut. Da war doch noch einer. Ja. Alles klar? Ja. Wunderbar. Ja, das könnte nochmal klappen. Ja. Eventuell ein bisschen buggy. Es rollt weg! Es rollt weg! Es rollt weg! Ups. Das ist wirklich nicht gut. Oh shit. Pistole ist halt einfach komplett leer. Warte mal. Ich
gehe nochmal ganz kurz hier hin zurück, weil ich glaube, dass ich hier einen Schatz... Ja. Zum Glück bin ich nochmal zurückgegangen. Singvogelbrosche. So, letzter Schatz ist hier in der Halle drin, ne? Oder ist es die Halle? Ja. Im Meile Vogelring. Rennt ein grünes Auto, das war weiß. Das war auf jeden Fall der letzte Schatz hier. Wir müssen einfach so leise wie möglich sein. So leise wie möglich. Krieg ich hin. Bin ein Profi, was das betrifft. Bin ein richtiger Profi, Alter. Mist. Wir wurden entdeckt. Jo. Profi. Ja, das war's mit dem Überraschungseffekt. Wir müssen die Kerle schnell ausschalten. Halt den Kopf und... Kein Problem für uns. Bitte Profi, Digga. Easy cheesy. Nee, der ist nicht easy cheesy. Oh, doch easy cheesy. Alter, mit der Pumpgun kann man hier gut aufräumen. Oh, shit. Über mir, über mir. Du Wichser. Und wir haben alle. Nee, das war noch nicht alle. Oh shit. Der ist ein Devin Sniper. Nein, 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 geh runter! Oh mein Gott! Ich werde sterben. Oder auch nicht. Oh wow. Digga, diese Granatenwerfer-Hurensöhne, die fucken mich so ab. Das sind solche Bastarde, sind das. Digga, der kann halt straight runterschießen, was ist das? So, du Schwanz, Alter, komm her. Ist doch einer über mir. Nee. Gib mir den Sniper. Das ist natürlich jetzt, ja. Scheiße. Ja, er schubst mich genau in die Granate, schlägt er mich rein. Alter, ich krieg die Krise. Nimm das.
der Sprung. Er ist gefühlt einfach hochgeflogen gerade zum Container. Absoluter Cheater. Oh ja, sie spawnen wieder hinter mir. Das sind meine Lieblinge. Jetzt endlich alle tot. Ich will nicht mehr. Nee. Noch mehr Hurensöhne. Okay, folge mir. Endlich. Digga, was war denn das wieder für ein Wichser? Ich wollte mir doch nur mal in Ruhe die Sniper angucken, Alter. Die sieht cool aus. Was sagt die Zeit? Na, ein bisschen machen wir noch. Muss ich denn überhaupt hin, Alter? Hier hoch oder was? Ich glaube ja eher weniger. Ich glaube, dass ich da hoch muss. Das sieht schon eher danach aus. Geschafft. Alter Schwede. Jetzt kommt dann wohl gleich eine der ikonischsten Szenen überhaupt aus Uncharted. Die es auch im neuen Kinofilm davon gab. Also gibt. Mit Tom Holland gab es diese Szene auch. Eine der ikonischsten Szenen. Okay. Sieht aus, als hätten wir es gleich. Ja. Ich klettere hoch und helfe dir dann rüber. Okay. Halt mir den Rücken frei. Mach ich. Hey, was zum... Was machst du? Elena, hör zu. Oh, verdammt, ich hätte mir denken können, dass du was vorhast. Nein. Bitte. Seien wir ehrlich. Die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Ich hab dich schon mal fast verloren. Du wirst mich nicht verlieren. Ich packe das nicht nochmal. Schnapp dir den Wagen da drüben und verschwinde von hier, okay? Na, mach schon. Du hast nicht viel Zeit. Geh. Oh, Drake. Sag doch, dass du sie liebst, Digga. Bro. Warum habe ich jetzt meine Waffen nicht mehr? Ach du Scheiße! Meine ganzen Sachen sind weg! Ja, ich bin tot. Ich verstehe nicht, warum meine Waffen schon wieder weg sind. Was soll denn diese Scheiße andauern, dass die Waffen weggenommen werden? Ja, und jetzt werde ich hier die ganze Zeit sterben. Weil ich eine Pistole mit 4 verhurten Kugeln hab. Das steht nicht auf die Karte.
Also, ganz ehrlich, was ich mich in diesem Spiel hier aufrege, ist einfach nur ein Verbrechen. Diese ganzen Bastarde oder so. Soll ich denn überhaupt hingehen? Schaff ihn nicht. Das ist gerade wieder ein Schmutz, Alter. Die ganzen Waffen weg gewesen. Alter, hat mich das aufgeregt. Kapitel 17, blinder Passagier. Ganz kurz mal gucken. Schätze. Ja, das passt. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer WorldGamer YouTube. Ciao.